Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age. So, ich bin noch mit Cassandra hier unterwegs und ich muss mal wieder, schauen erstmal, wo ich hin muss. Ich glaube, das war hier so in die Richtung, oder? So. Wir gehen einfach mal. Oh, wir können ihn ausplündern. Schreiberkapuze der Templer. Okay. Drücke I, um das Inventar zu öffnen. Hier kannst du deine Beute untersuchen und Gegenstände. Okay, I. Rüstung. Kam jetzt was Neues? Bin ich jetzt in Rüstung? Das ist Rüstung. Also. Also da muss ich, hier muss ich gestehen, muss ich noch ein bisschen... Wie siehst denn du aus? Ich laufe doch gar nicht mit so einer Kappe rum, oder? Schreiberkapuze. Okay. Ach, das ist aber doch die Kapuze. Ach so. Kann ich die quasi aufsetzen? Oder habe ich die jetzt aufgesetzt? Wie auch immer. So, zurück. Schließen. Habe ich sie jetzt aufgesetzt? Ja. Ganz ehrlich, das sieht ja bescheuert aus. Aber es hilft wahrscheinlich schon. So, ich muss euch nochmal sagen, dass ich zwar mal ganz kurz hier reingespielt hatte, aber ich wirklich nicht so viel über dieses Spiel noch weiß. Oh, Fähigkeiten verwenden. Mana und Ausdauer, um im Kampf mächtige Effekte zu erzielen. Die meisten Fähigkeiten können erst nach einer gewissen Zeit erneut eingesetzt werden. Okay. Und... Da! Vorsicht! Wenn wir sie flankieren, sind wir vielleicht im Vorteil. Drücke Tabulator, um die Ansicht auf ein Ziel zu fixieren. Auf dem Boden, um die... Was? Also hier muss ich noch ein bisschen üben, glaube ich. Oh, entschuldige, Cassandra. Das war mein falscher... jo. Aber es sieht doch noch ganz gut aus bei uns. Wir haben beide... Ich weiß auch gar nicht, was dieses Graue hier ist. Und ich muss gestehen, ich weiß auch gar nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Oh, da ist noch jemand. Cassandra! Auf dem Hügel! Er greift uns aus der Distanz an! Oh. Ein niederer Schatten. Warte mal, ich müsste doch eigentlich... wo ist er denn da oben? Zack, zack, zack. Verhöhnt, oder was war das jetzt gerade? Naja, wie auch immer. Okay. Kodex-Eintrag freigeschaltet. Schämen. Schämen? Also ich bin hier noch nicht so ganz, dass ich hier Also ich mache das ja mit dem PC. Und dass ich quasi bei mir, damit ich das hier machen kann, muss ich die rechte Maustaste gedrückt halten. Finde ich ein bisschen, ja, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, ich bin hier so die älteren Spiele gewohnt, die das irgendwie nicht brauchten. Sie kommen aus der Bresche! Sie kommen aus der Bresche? Heißt... Aus diesem grünen Zeugs da. Wo müsste ich denn hin eigentlich? Ah, guckt mal an. Naja, das kann ungefähr richtig sein, oder? Blitzfeuer 2. Stecke einen Gegner in Brand und versetze ihn in Panik. Panische Gegner können nicht angreifen, aber zu besiegen ist falsch Schaden. 2? Okay, aber es muss erst wieder aufgeladen werden. Also hier muss ich wirklich, wirklich noch ein bisschen üben. Ich habe auch keine Ahnung, niederer Schatten da oben. Ist das das, was ich jetzt hier an... was ist das in der Mitte zum Beispiel? Da kommt noch mal einer. Und danke, Cassandra. Oh ja, butter. Hat sie gesagt? So, den haben wir.
Kann ich irgendwie einen Trank nehmen? Ja, irgendwie bestimmt. Nur wie? Das ist jetzt so die Frage. So, ich guck mal gerade, wo ich eigentlich denn hin muss. So, dahin sollte ich wohl. Ich sehe aber gar keinen Weg. Also, das ist ja grausam hier gerade. Legende. Jo, aktive Quest. Jaja, das ist... Das ist dort, wo wir hin sollten. Niedere, was war das gerade? Naja, schauen wir mal. Oh, die andere Seite. Das sieht aber fast nicht aus, als ob da... Oh, als ob es da einen Weg gibt, oder? F für Blündern. Sollte das nicht eigentlich klappen? Hallo. Nimm's doch. Okay, Gold haben wir jetzt hier gehabt. Irgendwie müssen wir, Cassandra, müssen wir woanders hin. Wie ging eigentlich das mit schneller laufen? So? Was habe ich gemacht? Nein! Was ist das? Oh. Bei aktiver Suche werden nahe Beute, Kodex-Einträge und Vorkommen von Handwerksmitteln. Okay, das ist das STAG, ja. Ah. Dann wird mir das hier quasi gezeigt. Okay. Träumerlumpen. Das ist ein Objekt aus dem Bereich der Kreaturenforschung. Bringe es einem Experten auf dem Gebiet der Kreaturenforschung, um mehr über diese Art von Kreatur zu erfahren. Okay. Na gut. Das hätte ich vorhin gar nicht entdeckt, ne? Ich bin doch schon daran vorbeigelaufen. Hier geht's hoch. Cassandra, hiermit. Ah, das kann ich aber dann quasi immer irgendwie hier machen, so. Wir nähern uns dem Riss. Man kann die Kämpfe schon hören. Ja, wir haben auch... Wer kämpft da? Das werdet ihr gleich sehen. Wir müssen ihnen helfen. In welche Richtung müssen wir jetzt? Hier wahrscheinlich, ne? So. Oh ja, das sind einige. Kann ich nicht irgendwie... Wie kann ich denn... Okay, so. Muss doch auch irgendeine Abkürzung geben. Oh, das war wieder mal falsch. Na, verdammt. Ich bin nur Magier, ne? Ich halte nicht so viel aus. Glaube ich. Danke, Cassandra. Oh, hi. Schnell, bevor noch mehr hindurchkommen. Hm. Was habt ihr gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Ich kann also helfen? Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Dann ist das Ding ja doch für irgendwas gut. Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Ach Gott, gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Varric Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Okay, gehört ihr der Kirche an? Schön euch kennenzulernen. Nette Armbrust. Wie geht es weiter? Gehört ihr der Kirche an? Gehört ihr der Kirche an, oder... War das eine ernst gemeinte Frage? Technisch gesehen bin ich ein Gefangener. Genau wie ihr. Ich hatte euch hierher gebracht, damit ihr der Göttlichen eure Geschichte erzählt. Doch das hat sich ja nun offensichtlich erledigt. Und dennoch bin ich hier. Was angesichts der derzeitigen Ereignisse ein großes Glück für euch ist. Schön, euch kennenzulernen. Es freut mich, euch kennenzulernen, Varric. Das werdet ihr im Laufe der Zeit womöglich anders sehen. Okay. Oh, ich bin mir sicher, wir beide werden im Tal noch die allerbesten Freunde, Grieskram. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Ach,
Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen, mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meinte ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Ihr wisst von dem Mal? Ihr scheint ziemlich viel über das alles zu wissen. Solas ist genau wie ihr ein Abtrünniger. Genau genommen sind jetzt alle Magier Abtrünnige, Cassandra. Ich konnte durch meine Reisen viele Dinge über das Nichts lernen, die weit über das Wissen jedes Zirkelmagiers hinausgehen. Ich bin hier, um hinsichtlich der Bresche meine Hilfe anzubieten. Wenn sie nicht geschlossen wird, sind wir alle, egal welche Abstammung, verloren. Und das verdient Anerkennung. Das ist eine lobenswerte Einstellung. Sie ist lediglich vernünftig. Auch wenn Vernunft derzeit ein seltenes Gut zu sein scheint. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Eure Gefangene ist zwar eine Magierin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja, Bianca ist schon ganz aufgeregt. Bianca? Okay. Solas und Wolf. Hier lang, das Ufer runter. Der Weg vor uns ist blockiert. Wir müssen uns beeilen. Okay, wir gehen jetzt quasi. Drücke Leerm über. Ah, ich kann sogar springen. Juhu, ich kann springen. Ich kann springen. Das ist ja auch cool. Ach, ich muss die rechte. Ich muss rechts gedrückt halten. Das ist ja so was von nervig. Um die Kontrolle über ein anderes Gruppen zu bekommen, kannst du entweder F1, 2, 3, 4 drücken oder links oben auf ihre Porträtklippen. Okay. Oder auf die Sanduhr, um unteren Bildschirm, um das Spiel zu pausieren oder weiterlaufen zu lassen. Okay. Ups. Also mit der Steuerung muss ich echt noch ein bisschen üben. Nehmt's mir nicht übel. Achtung, Dämonen! Was? Und seid ihr jetzt froh, dass ihr mich dabei habt, Sucherin? Tja, ja, wir sind froh. Huch, sieh dir die taktische Ansicht an. Sie hilft dir, nahe Gegner besser einzuschätzen und deine Strategie zu planen. Drücke in Zukunft T, um in die taktische Ansicht zu wechseln. Ja, WQSE bis WQSE. Oder halte das oder das gedrückt. Was ist denn das? Achso, das in der Mitte. Um das Schlachtfeld abzusuchen. Verwende Tabulette, um zwischen den Zielen zu wechseln. Wechsel zwischen deinen Gruppenmitgliedern und verwende den hier, um sie anzuweisen, sich an einem bestimmten Ort zu begeben oder einen bestimmten Gegner anzugreifen. Taktisch an sich zu verlassen. Okay, boah. Eigentlich auf sowas habe ich schon echt gar nicht groß Bock, Leute. Oh. So. Ihr werdet das schon von alleine, denke ich, hoffe ich mal, machen. Komm schon, komm. Ach so. Oh. Danke, Cassandra. Wo ist denn der andere? Ich mache es auch einfach in die Leere hinein, ne? Haben wir noch welche da? Ah, da drüben. Alle weg? Okay. Na gut. Ups. Entschuldigt. Entschuldigt, das war wieder mal der falsche Knopf. Aber hier oben war es doch noch irgendwas, ne? Nee. Okay. Ich weiß gar nicht. Wir müssen wahrscheinlich wieder nach oben. Ich guck nochmal hier so ein bisschen. Ja, so quasi hier drüber und dann nach oben. Okay. Tja, ich weiß auch noch gar nicht, ob man hier, wie großmächtig man sich hier denn eigentlich...
Seid ihr unschuldig? Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Umschauen. Damit kommt ihr nicht durch. Sollte. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. Ich halte mich mal ein bisschen abseits. Ja, Solas hat, glaube ich, sowas ähnliches wie ich auch, ne? Ich hoffe, Liliana hat es geschafft, hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Superin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Hier brennt einiges. Okay. Also ich muss auch mal ein bisschen immer pausieren, weil ich, ja, ich muss echt immer schauen, wo ich überhaupt hin muss und so. Aber, Noch ein Riss. Riss im Nichts entstehen durch Schwachstellen im Schleier. Warte mal, ich muss lesen. Störst du mit deinem Mal die Energie eines... Och, dankeschön. Helft uns! Ich sagen, ich möchte da hinten auf den hier los. Oh, da ist der Riss. Benutzt das mal. Sämtliche Dämonen, was? Ich weiß gar nicht, muss ich nur einmal drauf drücken. Also, ja, okay. Ups. Dein Charakter ist eine Stufe aufgestiegen. Bei einem Stufenaufstieg werden deine Gesundheit und Werte automatisch erhöht und du erhältst einen Fähigkeitenpunkt, den du investieren kannst. Drücke P, um den Charakterbogen zu öffnen und einen Blick auf die Fähigkeiten Bildschirm zu werfen. P? Verfügbarer Punkt. Sehr schön. Wie mache ich das? Okay, ich muss jetzt hier wirklich erstmal gucken. Ah, das ist das Blitzfeuer. Das ist ein Kettenblitz. Kann ich da irgendwie nochmal was gucken? Kann ich hier rein? Okay. Was ist das? Was ist das? Was auch immer. Oh, Himmel. Also ich bin, wie gesagt, ein sehr, sehr neu in diesen Dingen. Und das muss ich mir, glaube ich, auch ein bisschen nochmal selbst ein bisschen durchlesen, was ich denn eigentlich hier brauche. Angstdauer. Okay. Huch. Aktiviert fähige. Werden eingesetzt. Okay. Attribute. Stärke, Klugheit, Willenskraft und so weiter. Ach du Schande. Ja, ist halt einfach so, ne? Mitgliedern deiner Gruppe Anweisungen zu geben, wie sie im Kampf angreifen, zusammenarbeiten und sich verteidigen sollen. Du kannst jederzeit zwischen den Gruppenmitgliedern wechseln und eines von ihnen direkt steuern. Alle anderen werden diese Anweisungen befolgen, solange du sie nicht steuerst. Okay. Heiltrankreserve, TB-Grenze für Heiltränke in Prozent. Unter diesen Grenzen wird es versuchen, einen Heiltrank zu verwenden. Okay. Gesteuerte Charaktere. Was? Zielauswahl anschließen. Mana Ausdauerreserve in Prozent. Was ist das? Okay. Naja gut. Ich muss halt wirklich erstmal mich ein bisschen damit befassen. Zielauswahl. Was ist denn das? Anschließen, beschützen. Anschließen oder beschützen. Anschließen. Gesteuerte. Warwick, Cassandra, Solas, Saki. Okay. Anschließen oder beschützen. Kann ich dann das auch bei ihm quasi machen? Okay. Also sie sehen jetzt erstmal alle so aus. Ich lasse das jetzt gerade eigentlich auch so.
Wo habe ich denn jetzt meinen Punkt weggemacht? Achso, Moment. Sagi hatte den Punkt. Okay. Ja, wie mache ich... wo kann ich denn den verwenden, Jungs? Okay. Ja, Fähigkeiten. Jeder Fähigkeitenbaum beinhaltet aktive Fähigkeiten, Aufwertungen und passive Fähigkeiten. Aktive Fähigkeiten sind durch rautenförmige Symbole gekennzeichnet. Sie können deiner Schnellzugriffsleiste zugewiesen und dann im Kampf verwendet werden. Aufwertungen sind an eine Fähigkeit gebunden und verstärken diese. Passive Fähigkeiten sind durch kreisförmige Symbole gekennzeichnet. Und verleihen deinem Charakter dauerhafte Boni, die immer aktiv sind. Bewege die Maus, während du gedrückt hältst, um dich durch die Fähigkeitenbäume zu bewegen. Bewege die Maus über eine Fähigkeit, um dir diese Details anzusehen. Verfügst du über die erforderlichen Fähigkeitenpunkte, kannst du eine Fähigkeit oder Aufwertung erlernen, indem du sie anklickst. Du kannst nur Fähigkeiten erlernen, die entweder mit dem Stamm des Fähigkeitenbaumes oder einer bereits erlernten Fähigkeit verbunden sind. Drücke Escape, um zur Liste der Fähigkeitenbäume zurückzukehren und die andere Fähigkeitenbäume anzusehen. Oh mein Gott! Und da kann ich jetzt quasi... ja... Du erschaffst eine schimmernde Schutzbarriere, die vorübergehend als zusätzliche Gesundheit dient. Die Barriere baut sich im Laufe der Zeit ab. Jo. Elegante Verteidigung. Wie auch immer. Du kannst noch nicht freischalten. Okay, friedvolle Aura. Wie auch immer. Das wäre jetzt natürlich ein anderer Fähigkeitsbaum. Da hätte ich jetzt das auch noch einfügen können. Kettenblitz, Energiesperrfeuer. Ah, okay. Hier haben wir quasi diesen Kettenblitz, den man noch, ich denke mal, erweitern kann, kann man so sagen. Okay. Und hier haben wir, was haben wir hier? Ach, hier ist dieses Blitzfeuer, das auch noch andere hier quasi dann noch später gibt. Okay. Und da haben wir noch irgendwas mit Winter. Da haben wir noch gar nichts. Ah, das hätten wir eigentlich auch haben können. Na, egal. Ist nicht schlimm. Das ist ja nicht der letzte. Ich habe jetzt einfach halt jetzt praktisch das hier genommen. Allerdings weiß ich jetzt doch, das Runde war, dass es automatisch stattfindet. Eine Barriere stattet den Charakter mit einer zusätzlichen Gesundheitsleiste aus, die erschöpft sein muss, bevor er Schaden erleidet. Barrieren sind anfällig für Banneneffekte. Okay, gut. Huch. Sollen deine offenen Fähigkeitenkäufe übernommen werden, bevor du fortfährst? Ja, bitte mach das. So. Wenn du eine aktive Fähigkeit erlernst, wird diese automatisch einer unbelegten Schnellzugriffstaste zugewiesen, sofern eine verfügbar ist. Du kannst eine erlernte Fähigkeit jederzeit auf eine Schnellzugriffstaste deiner Wahl ziehen, um sie dieser zuzuweisen. Wähle am oberen Rand des Charakterbogens den Taktikenreiter, um eine Liste sämtlicher aktiven Fähigkeiten aufzurufen, die du bereits erlernt hast. Okay. Ah, okay. Das ist jetzt die 3. Das ist quasi die Barriere. Okay, verstehe. Gut. Die anderen sind alle noch Stufe 1. Theoretisch kann ich also das quasi auch bei denen machen. Warwick ist ein Schurke, wenn ich mich nicht recht täusche. Deswegen sieht es bei ihm auch so ein bisschen anders aus. Das heißt, dass auch bei Cassandra halt... Cassandra ist quasi die Kriegerin. Bei ihr sieht es dann so aus. Und bei Solas müsste es genauso aussehen wie bei mir. Genau, und er kann auch diese eisige Umarmung. Ach, und die Barriere kann er auch. Okay. Okay. Öffnet das Tor. Sofort, Lady Cassandra. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Mit Liliana. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Jo. So, ich... glaube, ich sage aber, ich habe jetzt schon ein kleines bisschen überzogen, aber das macht jetzt eh nichts. Ich sage jetzt einen Tschüss und Goodbye und wir sehen uns bei einer nächsten Runde von Dragon Age. Ciao, macht euch einen schönen Tag, wollte ich sagen. Oder habt eine gute Nacht, je nachdem, wie viel Uhr es bei dir gerade ist. Und bis zum nächsten Mal, eure Saki Night Owl.